Hallo zusammen, herzlich willkommen zum fünften Video im Kapitel 3 Mathematik Klasse 10. In diesem fünften Video soll es darum gehen, wie man möglichst schnell und möglichst angenehm von einem gegebenen Funktionsterm zum Graphen gelangen kann, und wir werden da drei Möglichkeiten kennenlernen, die man halt immer dann einsetzen muss, wenn sie eben passen. Ja, die erste Möglichkeit, die passt immer dann, wenn man die Grundfunktion, aus der die Funktion entstanden ist, sofort erkennen kann. Und hier sieht man direkt, diese Funktion 2 mal Wurzel x minus 3 plus 1, die ist aus der Wurzelfunktion entstanden. Und dann wurde die Wurzelfunktion eben verändert und hat so dann die Funktion f gebildet. Ja, und dann schauen wir sich erstmal an, wie wurde denn die Grundfunktion verändert. Also wir haben eine Streckung mit Faktor 2 in y-Richtung vorliegen. Dann wurde die Funktion um 3 nach rechts verschoben. Das sieht man an diesem minus 3 unter der Wurzel. Und anschließend wurde die Funktion noch um 1 nach oben verschoben. Ja, und dann geht man eben so vor, dass man zunächst mal die Grundfunktion sich einzeichnet und sich überlegt, wie die denn aussieht. Das kann man bei der Wurzelfunktion problemlos. Und dann schaut man sich an, die wurde im Faktor 2 gestreckt. Also wurde jeder y-Wert von dieser Grundfunktion verdoppelt. Also aus der 1 wird eine 2, aus der y-Wert 2 hier wird zu y-Wert 4 und y-Wert 3 hier wird zu y-Wert 6. Und dann kann man die gestreckte Funktion sich schon mal zeichnen. Das wäre jetzt hier quasi die mit Faktor 2 in y-Richtung gestreckte Funktion. Im Anschluss wurde diese Funktion um 3 nach rechts verschoben. Das sieht man an dem minus 3 hier unter der Wurzel. Und jetzt nehmen wir einfach jeden Punkt auf dem Graphen und schieben den um 3 nach rechts. Das können wir mit Hilfe solcher Pfeile machen. Und dann haben wir auch schon den um 3 nach rechts verschobenen Graphen. Und jetzt müssen wir diesen Graphen noch um 1 nach oben verschieben. Und dann haben wir am Schluss hier diesen grünen Graphen erhalten, und der ist jetzt die Wurzelfunktion, aber um 2 gestreckt, um 3 nach rechts und um 1 nach oben verschoben. Und somit haben wir uns hier ganz leicht einen Überblick darüber verschafft, wie diese Funktion f von x aussieht, und das mit Hilfe der Wurzelfunktion. Also mit Hilfe der Grundfunktion. Dann würde ich euch jetzt bitten, das hier als erstes mal abzuschreiben, dass wir die erste Möglichkeit schon mal im Heft haben. Ihr pausiert so lange das Video und dann könnt ihr weitergehen zur zweiten Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit können wir immer dann anwenden, wenn die Funktion in Linearfaktordarstellung vorliegt. Also wenn man quasi sofort die Linearfaktoren hier alle gegeben hat. Dann sieht man nämlich direkt, welche Nullstellen diese Funktion hat. Nämlich in dem Fall jetzt bei 0. Und bei 1 gibt es eine einfache Nullstelle und bei x gleich minus 2 liegt eine doppelte Nullstelle vor. Und damit haben wir schon mal alle Nullstellen. Im nächsten Schritt können wir jetzt noch schauen, wie sich die Funktion für x gegen unendlich verhält. Dafür brauchen wir die höchste Potenz. Die höchste Potenz ist x hoch 2 mal x ist x hoch 3 mal x ist x hoch 4 und davor steht eine 1/2. Also verhält sich diese Funktion für x gegen plus minus unendlich wie 1/2 x hoch 4. Und das findet man eben immer raus, also diese Potenz, nach der sich x gegen unendlich verhält, findet man immer raus, indem man sich überlegt, was die höchste Potenz ist, wenn man alle Klammern ausmultipliziert hat. Ja, und wie verhält sich jetzt 1/2 x hoch 4 für x gegen unendlich? Wie eine Parabel oder wie eine Parabel vierten Grades, also wie eine Funktion vierten Grades, das heißt, die geht für beide Richtungen immer gegen unendlich. So, und jetzt haben wir die Nullstellen, wir haben das Verhalten gegen unendlich und dann können wir schon eine sehr brauchbare Skizze machen. Die Nullstellen können wir auf jeden Fall eintragen. Wir machen uns klar, hier ist eine doppelte, also hier berührt es nur die x-Achse, entweder von oben oder von unten. Und wir wissen ja, dass es auf beiden Seiten Richtung unendlich geht. Das heißt, wir wissen, es kommt hier von oben runter, macht dann hier diesen Bogen, ja, also berührt hier die x-Achse, schneidet hier und geht dann nach unendlich weg. Und damit können wir zumindest grob die Funktion mal einzeichnen. Was wir jetzt nicht sagen können, ist natürlich, wie hoch ist jetzt dieser Hochpunkt, wie tief ist dieser Tiefpunkt. Es kann durchaus auch so aussehen oder vielleicht sogar noch höher oder flacher. Aber wir haben schon einen sehr guten Überblick darüber, wie die Funktion ungefähr aussieht, also wie der Graph der Funktion sich ungefähr verhält. Und allein das ist ja schon mal sehr hilfreich. Und wenn wir jetzt wissen wollten, wie hoch sich das hier jeweils bewegt, können wir entweder mit einer Wertetabelle die Lücken ein bisschen auffüllen oder wir könnten auch die Extrempunkte berechnen, dann hätten wir das genauer. Aber für einen groben Überblick haben wir schon sehr viel erreicht, wenn wir die Nullstellen und das Verhalten gegen unendlich haben. Und die kann man, wenn es eben in Linearfaktordarstellung ist, sehr leicht herausfinden. So, die dritte Möglichkeit, die haben wir bei einer ganz rationalen Darstellung, also wenn die Funktion quasi komplett ausmultipliziert ist. Wenn die komplett ausmultipliziert ist,
dann können wir so vorgehen, dass wir uns zunächst mal das Verhalten fix gegen plus minus unendlich anschauen. Das richtet sich natürlich wieder nach der höchsten Potenz, also nach x hoch 3. Geht also gegen unendlich für x gegen unendlich und geht gegen minus unendlich für x gegen minus unendlich. Dann können wir hier sehr leicht Symmetrieverhalten erkennen. Es sind beide Hochzahlen ungerade. Wenn beide Hochzahlen ungerade sind, dann ist der Graph punktsymmetrisch zum Ursprung bei einer ganz rationalen Funktion. Und wir könnten jetzt in dem Fall, das geht bei der ganz rationalen Darstellung nicht immer, aber hier geht es jetzt, wir können hier sehr leicht die Nullstellen ausrechnen, nämlich x ausklammern, Nullprodukt anwenden, auflösen und dann haben wir diese drei Nullstellen hier raus. Also hier eben plus 4 rechnen, Wurzel ziehen, genau, und durch Nullprodukt des x gleich 0 kriegen wir direkt durch den Satz vom Nullprodukt. Ja, und dann haben wir die Nullstellen, die Symmetrieverhalten und das Verhalten gegen unendlich und dann können wir wieder einen guten Überblick uns verschaffen. Also wir können erstmal das Verhalten gegen unendlich uns klar machen, das heißt, es muss von unten kommen, nach oben weggehen. Wir können uns klar machen, wo die Nullstellen sind. Und jetzt muss es natürlich symmetrisch sein. Das heißt, es muss hier gleich hochgehen, wie es hier runtergeht und dann hier wieder raus. Was wir natürlich wieder nicht genau sagen können, wenn wir so weit sind, ist, ob der Hochpunkt jetzt ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger ist, ob es ein bisschen flacher oder ein bisschen steiler ist. Aber wir haben schon einen sehr guten Überblick über die Funktion gekriegt. Und wenn wir noch einen genaueren wollen, dann müssen wir eben noch Hoch- und Tiefpunkte ausrechnen oder eben noch eine Wertetabelle verwenden. So, und natürlich schreiben wir auch die dritte Möglichkeit ins Heft, genauso wie die ersten beiden. Dazu das Video pausieren und dann geht es direkt weiter. Beziehungsweise es geht nicht mehr groß weiter, also das waren eben die drei Möglichkeiten, die man hat. Da muss man eben immer schauen, wie liegt jetzt mein Term gerade vor? Liegt der eben so vor, dass ich die Grundfunktion erkennen kann? Liegt er so vor, dass es in ganz rationaler Darstellung ist oder dass es in Linearfaktordarstellung ist? Und wenn das eben der Fall ist, eins von diesen drei Sachen, dann haben wir jetzt ja gesehen, wie man sich sehr leicht einen Überblick über den Verlauf des Graphen verschaffen kann. Und dann können wir das natürlich auch machen. Und wenn wir es eben noch genauer wollen, dann müssen wir eben immer noch zusätzliche Eigenschaften der Funktion dazurechnen. Ist natürlich dann aufwendiger und für eine erste Skizze auch nicht wirklich notwendig. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch geholfen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.